siehst du in den Stories auch immer diese coolen kleinen Sticker, diese beweglichen kleinen GIFs und willst auch welche haben? Ich zeige dir, wie du ganz einfach meine Sticker verwenden kannst und dir sie immer und überall herunterladen kannst. Und pst, aber alle Sticker, die du hier sehen kannst, kannst du dir direkt bei mir downloaden. Ich habe in den letzten Wochen viel für dich gezeichnet und heute teile ich sie mit dir. Damit du meine Story-Sticker verwenden kannst, musst du sie dir zuerst downloaden. Dazu klick einfach auf das GIF oder den Link in meinem Artikel. Viel mehr machst du dann nicht, denn wir müssen noch einen Zwischenstopp einlegen. Du lädst dir die App Unzip-Datei herunter. Wenn du ein Android-Gerät benutzt, rate ich dir die App RarLab. Habe ich dir aber auch alles im Artikel markiert und verlinkt. Beide Apps sind kostenlos und mit diesen kannst du dir die Zip-Datei mit den GIFs ganz einfach entpacken. Die entpackten GIFs und Story-Sticker findest du jetzt in deiner kompletten Fotosammlung. Hier gebe ich dir noch den Tipp, markiere sie dir alle und pack sie in einen extra Ordner. Entweder einen extra Ordner nur für GIFs oder wenn du mehrere zu einem Thema hast, dann pack sie auch sehr gerne in einen Ordner Winterweihnacht oder Weihnachtsgifts etc. pp. So findest du hinterher beim Einfügen mit ganz wenigen Klicks die richtigen GIFs und musst nicht durch deine ganze Fotomediathek scrollen. Jetzt hast du die GIFs auf deinem Telefon oder deinem Tablet, mit welchem Gerät du auch immer arbeiten magst. Nun kannst du dein Foto machen oder deine Story drehen. Dann schließe die App bzw. wische hoch bei iOS und geh in die Mediathek. Such dir dein GIF heraus. Wenn du dich für ein GIF entschieden hast, klicke auf den Button Kopieren. Schließe die App wieder, öffne Instagram und dann siehst du unten diesen kleinen Button Einfügen. Das Ganze kannst du so beliebig oft wiederholen, wie du magst. Nimm nicht zu viele Story-Elemente in einer Datei, aber es gehen auch locker mehr wie eines. Schau, wie es dir gefällt, platziere die Sticker, zieh sie größer oder kleiner und schon sieht deine Instagram-Story ganz individuell aus. Ein Vorteil der heruntergeladenen Story-Elemente ist auch, dass du sie beliebig groß ziehen kannst. Das geht bei denen, die du über die Giphy-Suche findest, nicht so einfach, denn sie werden immer von Giphy selbst skaliert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm super gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich auch immer sehr. Und wenn du jemanden kennst, der nicht weiß, wie er Instagram Story Sticker oder GIFs herunterladen und ganz einfach benutzen kann, teile doch dieses Video und schon ist es für niemanden mehr ein Problem. Bis bald!